Dankeschön fürs Reinklicken und schön, dass du dich wieder für deine Gesundheit interessierst. Dazu möchte ich dir als allererstes gratulieren. Du bist ein toller Typ oder eine tolle Typin. Die Haare werden heute als Schönheitsmerkmal genutzt und tragen erheblich zur optischen Attraktivität bei. Kein Wunder, dass so viele Menschen viel Wert darauf legen. Denn wenig Haare werden oftmals mit steigendem Alter assoziiert und wir wollen ja alle möglichst jung aussehen. Wir haben ein Produkt entwickelt, Pura Hair von Pura Zell, wo wir die vielversprechendsten und neuesten Studienergebnisse vereint haben in einem Produkt und das für mich persönlich best wissenschaftlich konzipierte Haarprodukt entwickelt haben. Ist jetzt online, aber ich möchte euch natürlich auch die wissenschaftliche Evidenz zeigen, auf der dieses Produkt beruht. Zunächst ein paar Fakten zum Haarwachstum. Ganz kurz, eine Minute. Das Haar entsteht und wächst aus dem Haarfollikel der in der Kopfhaut eingelagerten Haarwurzel. Deren Zellen zu den teilungsaktivsten des menschlichen Körpers gehören. Das ist ganz wichtig, brauchen wir für später. Dort im Haarzyklus gibt es vier Phasen, Anagen, Katagen, Telogen und Exogen. In der Anagenphase wächst das Haar tatsächlich 2,5 cm pro Monat, ein Inch also. Das Interessante ist hier aber anzumerken, dass Dihydrotestosteron, das ist die aktive Form des Testosterons bei unserem Körper, einen Einfluss hat auf das Haarwachstum. Zum Beispiel, während viel Dihydrotestosteron dazu führt, dass man kreisrunden Haarausfall bekommt am Kopf, führt es an anderen Stellen, diese Haare nennt man dann androgenisch, zu mehr Haarwuchs, zum Beispiel bei Brust- und Barthaaren. Das kennen wir zum Beispiel bei Frauen, die Missbrauch betreiben. Diese Phase wird auch durch schlechte Ernährung und Stress beeinflusst. Die nächste Phase, Katagenphase, handelt sich um eine Übergangsphase zwischen Wachstum und Absterben. In dieser Phase kommt die Zellteilung zum Erliegen und das Haar wächst nicht mehr weiter. Jetzt kommt ganz wichtig, die Haare wandern dann in die nächste Phase, die sehr wichtig ist. Die Telophase beschreibt die Ruhephase des Haars, in der sich stets ca. 10-15% der Haare befinden. Sie dauert ca. 2-4 Monate. Die Produktion von Haarzellen kann erneut beginnen. Und jetzt wichtig, doch alle vier Phasen sind völlig unabhängig voneinander. Das bedeutet zum Beispiel die Telophase, die ich gerade beschrieben habe, die Ruhephase, ist aber streng gekoppelt an ausreichend Vitamine und Mineralien. Wie oben schon gesagt, gehört es zu den teilungsaktivsten Zellen. So, jetzt kommt's. Daher ist Vitamin D sehr wichtig, denn es trägt zur normalen Zellteilung bei. Auch Selen sowie Zink trägt zur Erhaltung von normalen Haaren bei. Oder auch Kupfer. Hier geht es um Farbpigmente bei Kupfer, ja, diese zu erhalten. Ich kann jetzt noch ewig weitermachen. Ganz wichtig, viele Nährstoffe, die benötigt werden, findet ihr auch in unserem Schilddrüsen-Supplement. Aber wir machen jetzt mal weiter. Die letzte Phase, exogene Phase, das ist die Ausfallphase des Haars. Als erstes sind in diesem Haarprodukt von uns Kupfer, Mangan und Zink auch noch zusätzlich enthalten, indem ein Buchweizenkeimpulver zugesetzt wurde, was stark angereichert ist mit diesen, so dass diese organisch gebunden sind und maximal bioverfügbar sind. Dann ist Hirseextrakt enthalten, denn Hirse enthält am meisten Silizium. Dass Silizium mit Haare schon öfter in einem Kontext stehen, muss ich hier niemandem mehr erklären. Da Silizium eben auch unter anderem auch nochmal in dem Bindegewebe und Nägeln zu finden sind. Selbst im Fokus gab es einen Artikel aus einer Hamburger Studie. Die Haardicke nahm um 13% zu bei einer Studie von 55 Frauen dank Silizium. Der Wirkungsmechanismus, hier der Wissenschaftler, sie führt dazu, also das dementsprechend Silizium, dass bestimmte Schwefelverbindungen, die für die Querverbindungen in der Hornmatrix der Haare verantwortlich sind, stärker genutzt werden. Eine Korrelation wurde hier gefunden, daher haben wir uns ebenfalls auch dafür entschieden. Machen wir weiter. Kürbiskernextrakt ebenfalls in unserem Produkt enthalten. Warum? Dazu hier eine randomisierte Doppelblind-Placebo-Studie mit 77 Teilnehmern und Kürbiskernöl 400 Milligramm am Tag über 24 Wochen. Hier sehen wir, es kam zu einer statistisch signifikanten Verbesserung in der Kürbiskerngruppe, siehe an dem Stern. Und das Ganze hier auch nochmal visuell dargestellt. Das kann auch noch eine zweite Studie belegen, auch hier eine randomisierte komparative Studie mit 30 und 30 Teilnehmern, wo Kürbiskern gegen ein Arzneimittel getestet wurde, konnte gezeigt werden, dass das Kürbiskernprodukt eine vielversprechende potenzielle Rolle bei der Behandlung von Haarausfall einnimmt und das aus dem November 2020, sehr aktuell. Das sehen wir hier auch nochmal an einem Probanden aus der Studie dargestellt, vorher und nachher nach dem Kürbiskernprodukt, ja, deutlich messbar. Der Arzneistoff Minoxidil, der hier gegen das Kürbiskern getestet wurde und gut abschnitt,
kann aber auch Nebenwirkungen haben, wie jeder Arzneistoff, zum Beispiel Wassereinlagerung, höherer Zuckerspiegel oder Harnsäurespiegel erhöhter oder Herzfrequenzsteigerung. Daher setze ich immer auf Naturprodukte und hier das Kürbiskernöl deutlich meines Erachtens wäre vorzuziehen, denn dieser weist nicht diese Nebenwirkungen auf. Machen wir weiter. Sägepalmextrakt ebenfalls in unserem Produkt. Hierzu gab es ebenfalls eine sehr interessante Säugetierstudie. Wie ich bereits früher erklärt habe, führt eine hohe Exposition von dem Testosteron dazu, dass die Haare ausfallen. Hier sehen wir die Abbildung, wurden den Tieren die Haare rasiert und die wuchsen dann dementsprechend in der Blank-Gruppe ganz normal nach. In der Testosteron-Gruppe wuchsen sie aber nicht nach. Das bedeutet, dass es die Positiv-Kontrollgruppe zeigt, dass Testosteron das Haarwachstum vermindert. Gibt man jetzt aber dem Testosteron zu, was ja das Haarwachstum quasi vermindert hat, und dann noch Finasterid, ein Arzneistoff, so sieht man, wachsen die Haare trotz Testosteronexposition nach. Das gleiche sehen wir aber auch in der Sägepalmextraktgruppe, trotz Testosteron das Haarwachstum hemmt, das Sägepalmextrakt die Haare wachsen lässt, zwar etwas schwächer als das Finasterid, aber trotzdem. Aber ihr müsst wissen, dass es sich hier auch wieder um einen Arzneistoff handelt, mit Nebenwirkungen, zum Beispiel erektile Dysfunktion, vermindertes Ejakulatvolumen, ebenso wie psychische Störungen, wie Stimmungsänderungen, einschließlich depressiver Verstimmung, Depression und Suizidgedanken wird gewarnt. Daher würde ich hier auch immer das Sägepalmextrakt vorziehen. In der vorliegenden Studie haben wir gezeigt, dass das Sägepalmextrakt zur Behandlung der Proliferation von Zellen, die wichtig sind bei dem Haarwuchs, HACAT-Zellen, steigert und die Regeneration und die Reparatur der Haare und die Reparatur in der testosteroninduzierten Haarausfall-Mausmodellgruppe fördern kann. In unserem Experiment erwies sich das Sägepalmextrakt als vielversprechend und wirksam bei der Steigerung des Haarzellenwachstums und zur Verbesserung der Haarregeneration. Kommen wir nun zum letzten Inhaltsstoff, Gerstengras. Vor allem Gerstengrasextrakt haben wir drin. Auch hier eine Studie basierend. Wir sehen uns die Ergebnisse an, Säuger, und hier sehen wir die Epithelzellen deutliche Vermehrung nach 5 Tagen in der Gerstengrasgruppe bzw. in der Gerstenextraktgruppe. Die Wissenschaftler haben über 1000 Pflanzenextrakte getestet, aber fanden dann beim Gerstengrasextrakt eine 40% höhere Haarwachstumsrate. Die Wissenschaftler haben dann geschaut, welche der Substanzen waren es in diesem Gerstengrasextrakt, die dies hervorgerufen haben. Und das waren Proanthocyanidin B3 und Catechin. Für die Kenner unter uns, diese Substanzen, die auch in Traubenkernen enthalten sind, zum Beispiel MPC, OPC und so weiter. Aber nicht exakt diese Verbindungen, denn diese findet man nur im Gerstengrasextrakt. Ja, das war was ganz Besonderes. Wir sehen aber hier 140% in der Abbildung Epithelwachstum, Steigerung, Gerstenextrakt. Doch auch hier, ganz wichtig, vermehrte Gabe kann auch irgendwann bei sehr hohen Gaben auch wieder ins Negative umschlagen. Ja? Auch hier können wir sehen, je höher die Konzentration des Gerstenextrakts, desto stärker war das Haarwachstum ja, nach der Rasur bei den Säugern, ganz visuell dargestellt. Diese Abbildung jetzt ist sehr eindrucksvoll. Zunächst bei 0. Dort wurde keine Substanz hinzugegeben. Das ist unser 100% natürliches Nachwachsen der Haare. Gibt man jetzt TGF-Beta-1 hinzu, eine Chemikalie, die Haarwachstum stoppt, passiert Folgendes. Je höher die Konzentration der Chemikalie, desto geringer das Haarwachstum. Bei 0,3, das war die Höchstkonzentration, Nanogramm pro Milliliter, sank es auf 50% das Wachstum. Gibt man jetzt trotz der Chemikalie den sekundären Pflanzenstoff Procyanidin B3 aus dem Gerstenextrakt hinzu, kommt es zu einem sprunghaften Anstieg des Wachstums auf 260% trotz wachstumshemmender Chemikalie. Und das auch noch im letzten Test ohne Chemikalie führt es dazu, dass es einer Steigerung kommt der Wachstumsrate. Aus diesem Ergebnis lässt sich schließen, dass Procyanidin B3 das Wachstum von H-Epithelzellen in vitro direkt fördern kann und das Potenzial hat, der wachstumshemmenden Wirkung von TGF-Beta-1 in vitro entgegenzuwirken und hat unter anderem das Potenzial, die anagene Induktion in vivo zu stimulieren, das heißt in Lebewesen zu stimulieren. Und die anagene Phase heißt ja die erste Phase, das ist die Wachstumsphase, die gefördert wird. Ja? So schließt sich hier der Kreis wieder.
Ja. Ihr seht, ich denke, das Produkt kann man nicht besser zusammensetzen, was wir hier getan haben. Neuesten und vielversprechendsten Studienergebnisse wirklich komprimiert in einem Produkt. Könnt ihr sehr gerne testen auf purazil.de. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir einen Mehrwert bieten. Bis gleich auf purazil.de. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Ciao.